Es ist Freitagabend, endlich Wochenende. Hier ist Ab ins Bett, hier ist euer Lieblingspodcast. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Ich bin Marco und begrüße euch zum Start ins Wochenende mit dem Recken und Strecken. Deswegen macht ihr mit? Bitte, ja. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1053. Gute-Nacht-Geschichte für Freitagabend, den 14. Juli. Michelle und die rote Wärmflasche. Michelle ist ein ganz normales Mädchen. Michelle liegt in ihrem Bett. Es ist ein Freitagabend. Es könnte sogar der heutige Freitag sein. Allerdings freut sich Michelle nicht aufs Wochenende. Das ist seltsam. Sonst hat sie große Vorfreude. Schon am Freitag freut sie sich. Am Samstag ist normalerweise Fußball. Manchmal sind Spiele, manchmal ein Turnier, manchmal aber auch Training. Das fällt für Michelle morgen aus. Michelle freut sich auch auf den Sonntag normalerweise. Denn am Sonntag bekommen sie Besuch von Tante Petra. Tante Petra wohnt im Nachbardorf. Und Tante Petra kommt diesen Sonntag nicht. Michelle liegt nämlich in ihrem Bett und sie hat eine Erkältung. Das findet sie gar nicht gut. Erkältungen zu haben ist doof, sagt Michelle. Vielmehr krächzt sie, denn sie hat kaum noch Stimme. Den ganzen Tag hat sie schon Hustenbonbons genommen. Die sind zwar nicht lecker, aber sie helfen. Das sagt zumindest Mama. Und außerdem ist Michelle kalt. 5 Minuten später ist ihr wieder warm. 10 Minuten später ist ihr wieder kalt. Sie hat einen richtigen Schüttelfrost. So eine Erkältung macht gar keinen Spaß, vor allem, wenn man sich nicht auf Fußball und auf Tante Petra freuen kann. Das findet Michelle richtig schade. Jetzt liegt sie im Bett. Ans Einschlafen ist noch gar nicht zu denken. Ihr ist nämlich gerade schrecklich kalt. Genau in diesem Moment öffnet Mama die Tür und bringt Michelle eine wohlig warme Wärmflasche mit einem roten Stoffüberzug. Michelle freut sich und sie nimmt die Wärmflasche, schließt sie ganz fest in ihre Arme, so als sei es ein Kuscheltier oder etwas, was man lieb haben kann. Vielleicht hat Michelle auch die Wärmflasche lieb. Ein bisschen, denn sie spendet diese wohlige Wärme. Und im Nu schließt sie die Augen. Michelle ist eingeschlafen. Gott sei Dank ist sie im Traum kein bisschen krank, sondern topfit. Im Traum zieht sie ihre Fußballschuhe an und geht zum Spiel. Dort schießt sie sogar 2 Tore und wird von der ganzen Mannschaft gefeiert. Selbst Tante Petra, die am Sonntag zum Essen vorbeikommt, freut sich mit Michelle und sie legt noch eine extra Trainingseinheit im Garten ein. Das hat sie noch nie gemacht. Sie wusste gar nicht, dass Tante Petra überhaupt Fußball spielen kann. Und auch die neue Woche beginnt hervorragend, denn die Lehrerin, Frau Montag, hat entschieden, dass es in dieser Woche keine Hausaufgaben gibt. Nicht in Mathe, nicht in Deutsch und auch in keinem anderen Fach. Die Kinder sollen einfach das Herbstwetter genießen, rausgehen in den Wald, bunte Blätter sammeln oder sich einfach auch mal ins Bett legen und mit einer Wärmflasche richtig aufwärmen. Speziell, wenn man von draußen kommt, dann hilft das. Mitten in der Nacht macht Michelle die Augen auf. Sie tastet. Denn sie sieht eigentlich nichts, denn in ihrem Zimmer ist es relativ dunkel. Es ist ja auch mitten in der Nacht. Nur ein kleines Nachtlicht leuchtet neben der Tür. Gerade so kann sie erkennen, dass sie die Wärmflasche gar nicht mehr in ihren Händen hält. Sie liegt neben dem Bett. Anscheinend ist sie runtergefallen. Michelle nimmt die Wärmflasche wieder in die Hand und in diesem Moment
steigt ein Flaschengeist aus der Wärmflasche heraus. »Hallo, Michel, du hast mich geweckt. Ich bin der gutmütige Flaschengeist. Ich komme aus den Wärmeflaschen und ich bin dafür da, dir zu helfen.« Michel reibt sich die Augen. »Das ist ja ein verrückter Traum, der fühlt sich ganz echt an«, dachte sie. »Ich möchte einfach nur, dass ich wieder zum Fußball gehen kann und dass am Sonntag Tante Petra kommt.« Die Wärmflasche antwortet: »Dieser Wunsch wird in Erfüllung gehen. Dazu nimmst du meine Wärmflasche wieder am besten zu dir mit ins Bett und hältst sie ganz fest an dein Herz. Denn Wünsche kommen vom Herzen.« Das macht Michel. Die Wärmflasche war immer noch warm. Der Flaschengeist aus der Wärmflasche, der war allerdings verschwunden. Die Wünsche von Michel sind noch geblieben. Und als sie am nächsten Tag aufwacht, da fühlte sie sich gar nicht mehr krank. Im Gegenteil, Michel fühlte sich schon richtig fit. Der Hals kratzte auch nicht mehr. Fieber hatte sie auch keins mehr. Mama kam zu ihr ins Zimmer und Mama war ganz stolz, dass die Hustenbonbons tatsächlich wirken. Kein Halskratzen mehr bedeutet auch, dass Michel heute zum Fußball geht. Natürlich weiß Michel, dass es nicht nur an den Hustenbonbons lag, sondern vor allem an der Wärmflasche und am Flaschengeist aus der Wärmflasche. Am Ende des Tages freut sich Michel, denn heute hat sie tatsächlich 2 Tore geschossen. Michel weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Gute Nacht.